Es ist eine Art Neuanfang für die U19 der TSG Hoffenheim und auch für ihn. Matthias Kaltenbach, der bisherige Co., ist zum Cheftrainer befördert worden, trägt die alleinige Verantwortung, seit Julian Nagelsmann die Geschicke der Profis lenkt. Ja, natürlich eine neue Situation für mich, genauso wie für die Mannschaft. Wir wollten es aber auch gar nicht zu lange thematisieren, weil unser Weg ist unabhängig von der Cheftrainerposition vorgezeichnet, vorgegeben. Wir wollen den Weg jetzt mit dieser Konstellation fortführen. Jetzt stehe ich sozusagen im Wind vorne, aber habe ein gutes Funktionsteam um mich herum, die mich total unterstützen. Die Mannschaft zieht voll mit, sodass wir da auch positiv in die nächsten Wochen gehen können. Der alte Neue hat sich vom Trubel der vergangenen Wochen nicht anstecken lassen, hat seine Mannschaft eigenverantwortlich zu 2 Siegen gecoacht und zusammen erhöhen sie nach 3 Siegen aus 3 Spielen nach der Winterpause den Druck auf 60 München, den Tabellenführer, der nur noch einen Zähler vor der TSG liegt. In den letzten Wochen habe ich den Abstand zu 60 gar nicht thematisiert. Wichtig ist für uns, dass wir auf uns schauen, unsere Spiele gut gestalten, gut abliefern. Und alles Weitere im Zweikampf mit 60 wird sich dann in den kommenden Wochen ergeben. Zum Warmwerden gibt es am kommenden Wochenende gleich mal eine Partie, die hier in der Region nie bloß nur ein Spiel ist. Gerade jetzt in dieser Woche steht im KSC eine große Herausforderung ins Haus. Das Derby-Time, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir werden uns gut vorbereiten und dann hoffentlich auch wieder voll auf 3 Punkte spielen können. Und mit einem noch besseren Gefühl in die kommenden Wochen weiterzugehen. Meres Skenderovic steht dabei besonders im Fokus. 4 Tore in den letzten 3 Spielen bedeuten die geteilte Führung in der Torjägerliste mit 15 Treffern in 17 Spielen. Kaltenbach gefällt, dass sein Stürmer torgefährlich und mannschaftsdienlich ist. Ja, Meres hat natürlich eine unglaubliche Abschussqualität. In der Box ist er schwer zu halten. Hat einen guten Abschluss mit links, genauso mit rechts. Ist kopfballstark, ein gutes Tempo. In den letzten Spielen auffällig, dass er auch extrem fleißig gegen den Ball arbeitet. Ich werde ihn nicht unbedingt an den Toren messen, sondern ich werde ihn auch daran messen, wie er für das Team arbeitet, wie er für das Team auch die anderen Spieler in Position bringt. Start geglückt, die Maschine gut geölt und bereits auf Betriebstemperatur. Kaltenbachs Mannschaft ist bereit für die kommenden Aufgaben. Ja, ich finde, die Jungs machen einen guten Eindruck. Sie sind sehr gelöst, sehr wissbegierig weiterhin, unabhängig jetzt von der Trainerposition, machen das Beste draus, wollen sich weiterentwickeln und das ist auch das Entscheidende. Wenn wir es schaffen, weiterhin gierig zu sein, wissbegierig zu bleiben, gutes Training abliefern, dann werden sich die Jungs weiterentwickeln. Hört sich gut an. Überprüfen kann man das bereits am Samstag im Derby gegen den KSC.